Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes in EEP. Wie in der letzten Folge schon angesprochen, geht es heute mal um die Grenzzeichen. Also die rot-weiß. Na, was sind denn das? Das war da früher Holzpfähle oder die man da teilweise genommen hat. Auf jeden Fall kommt es auf die Farbgebung an. Und dann nehme ich halt immer dieses, wenn man es hier lesen kann, Grenzzeichen unterstrich I. Da habe ich dann dieses hier. Bei den anderen Z zum Beispiel, das sieht so aus, oder ganz normal sieht so aus. Bei I, da kann ich die einfach hier die ungefähr Gleismitte nehmen, einfach ziehen, hinsetzen. Fertig. Eventuell noch ein paar kleine Korrekturen. Es auch mittig zwischen den Gleisen liegt. Hier kommen dann auch zwei hin. Hier den kompletten Bereich muss ich damit voll pflastern. Hier ist hier Grenzpfahl, das wäre dann in dem Fall dann relevant, wenn ich jetzt eine Anlage bauen würde, wie zum Beispiel Frankfurt oder Brücke. Auf der einen Seite halt die deutsche Grenze, auf der anderen Seite die polnische Grenze. Wäre schon sehr interessant, weil es ja dort zum Systemwechsel kommt. Also zum Beispiel bei der 189 heißt es dann einen Stromabnehmer senken und ein System umschalten. Und dann mit einem anderen Stromsystem dann weiterfahren. Gut, das sind ja nicht nur die Stromsysteme, auch die Zugsicherungssysteme sind ja unterschiedlich. Oder auch die... Was war das denn jetzt? Die Stromsysteme, Zugsicherungssysteme, Zugbeeinflussung und dergleichen. Mitunter wird ja auch noch die Sprache umgestellt, weil ja ein anderer Lokführer dann übernimmt. Selbiges passiert ja auch am Brennerpass zwischen Österreich und Italien. Noch, glaube ich, in Basel passiert das ja ebenfalls. Aber da ist ja in der Regel halt nur die Umstellung von PZB auf ZUB. Also das ist das Sicherungssystem in der Schweiz, auf was dann umgestellt wird. Oder er hat gerade was geschaltet. Bahnübergang ist auch schon unten. Das heißt, er kommt gleich wieder in Zug hoch. Na, der fährt jetzt schon auf Langsamfahrt. Ah, stimmt, der ist eine Überholung. So, jetzt ist mal interessant, ob das auch in der Gegenrichtung funktioniert. So, hier habe ich schon alles mit Grenzzeichen, den Bereich schon mal voll gemacht. So, jetzt folgen hier die Grenzzeichen. Hier fehlt noch eins. Na, zuerst schaue ich mir das mal an, ob das mit der Überholung funktioniert. Mache jetzt einfach Vollbild. Kann man übrigens auch mal sehen, dass ich hier 50 Bilder pro Sekunde gerade habe. Oh, ich schwankt so 49, 50 so in dem Bereich. Ich
Also 60 km/h, dafür maximal 80 km/h fahren. Das wäre dann Zugart U, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist Zugart U in der PZB? Weiß ich jetzt nicht genau. Kann auch sein, dass die mittlere Zugart ist. Die wurde ja meistens von Güterzügen verwendet. Ich muss auch mal ein paar mehr Züge als Überholer festlegen. Also, Überholer sind ja festgelegt, also als Züge, die überholt werden sollen. So. Müsste dann auch gleich losgehen. Sofern ich das natürlich alles richtig eingestellt habe. Yep, und schickt mir den D-Zug raus. Ein grenzüberschreitender D-Zug aus, könnte ja Frankreich kommen. Zu erkennen, den Wagen, das sind SNCF-Wagen. Gezogen von der 111. Irgendwann muss ich mal mehr 111er noch holen. Weil so groß ist mein Bestand an dieser Lokbaureihe nun nicht. So, wenn ich mich nicht alles total falsch verschaltet habe, dann müsste der Zug dann hier rauskommen. Hier einfach überholen. Und dann geht's weiter im Plan. Nach Möglichkeiten möchte ich auch eine gute Perspektive für den Thumbnail dann bekommen. Aber wenn ich mir vorstelle, auf einer leeren Anlage habe ich über 2000 Bilder pro Sekunde und dann ist mein Rechner schon am Pfeifen. Nebenmann lässt grüßen. Ja, die ist ja richtig Betrieb. So, kann ich den gerade irgendwo in dem Bereich anklicken, damit ich dem seine Höchstgeschwindigkeit abfragen kann? Die sehe ich ja dann unten rechts. Oben links Bildwiederholrate, unten rechts Höchstgeschwindigkeit, die er gerade fährt. Die ist wohl noch im Beschleunigen auf 140. Und dann hoffen, dass... der Bahnübergang. Ja, jetzt noch was. Kann passieren, dass jetzt nämlich gleich der Bahnübergang aufgeht. Muss ich das aber nochmal neu einstellen.
dass nach erfolgter Überholung Bahnübergang nochmal geschlossen wird. Muss ich bloß rauskriegen, aus welcher Richtung der angesteuert wird. Dass halt kurz nachdem der Zug das passiert hat, Bahnübergang wieder geschlossen wird. 10 Sekunden mache ich jetzt in Sekunden Verzögerung. Ne, ich mache 20. Ich habe hier eine entsprechend große Zeitverzögerung schon mit einberechnet. Dann mache ich das gleich mal richtig. Dann müssen die sie auch dann gleich wieder schließen und der Zug abfahren. Hier sieht man im Loknamen, dass dahinter noch Komma, also in Kolon 001 steht. Ein gleicher Zug, also mit der Nummer ist schon unterwegs. Und zwar als S-Bahn. So, Schranken gehen wieder zu. Das Hauptsignal müsste dann noch gleicher Fahrt gehen. Wenn der Fahrweg richtig eingestellt sein sollte. Schutzsignal ist Oberfahrt und ist immer so laut, wenn die losfahren. Ja, kann halt wieder losfahren. Ich meine, gut, so ein Zug sollte nach Möglichkeit so wenig wie möglich Stillstandszeit haben. Mit der Ladung, also flüssiges Eisen. Da sollte man halt nicht so langsam fahren. Aber teilweise geht das halt nicht schneller, weil die Wagen sonst dafür nicht ausgelegt sind. So, und jetzt beschleunigt er auch wieder auf seine zulässige Höchstgeschwindigkeit. Ja, bis auf das mit den Schranken funktioniert es ja. Wobei mir gerade einfällt, in die Gegenrichtung brauche ich ja keine brauche ich ja keinen Kontaktpunkt. Weil das Überholen findet ja dann auf der anderen Seite des Bahnübergangs statt. Der muss ja nur geschlossen werden in die Fahrtrichtung, der gerade noch der Flüssigeisenzug unterwegs war. Ja gut. An dieser Stelle war es erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Part vom Bundesbahnprojekt in EEP.